Bartels Party ist die Stimmung gekippt und Helmut Werner teilt ordentlich aus. Die Geburtstagstorte könnte dafür sorgen, die angeheizte Diskussion etwas abzukühlen, tut sie aber nicht. Sunnyboy Cordalis wird zu hitzig und er macht sich auf die französische Art aus dem Staub. Doch der zartbeseitete Sänger ist nicht der Einzige, dem es reicht. Also mir hängt schon was zum Sagen. Wir werden jetzt unsere... Hallo. Ihr geht schlafen? Nee, wir müssen jetzt geschwind unsere Koffer packen, weil wir uns jetzt dazu entschieden, dass wir morgen jetzt also abfliegen. Das kommt doch etwas überraschend. Eigentlich haben wir ja zwischendrin immer wieder schon mal gedacht, dass wir eigentlich abreisen. Das war eigentlich ja schon an diesem einen Abend, wo die ganze Geschichte wieder mit Dani losgegangen ist, mit der Anastasia, wo wir dann gesagt haben, eigentlich jetzt... haben wir eigentlich die ganze Woche schon diese Geschichten mit ihr und das, wie sie sich eigentlich aufführt, mitgemacht. Und das war da der letztendliche Punkt jetzt, wo ich dann auch zu der Anastasia gesagt habe, es ist richtig, wir fliegen morgen ab. Gut, also gute Reise, danke fürs viele Kochen und fürs Frühstück machen und alles Mögliche. Und dann soll ich dir noch ganz besonderen Dank von der Dani aussprechen. Für was? Ja, seid ihr endlich zu mir warst. Ich bin nicht nett zu dir gewesen. Du hast jetzt noch die Chance, sag mal, wie heißt sie mit dem Nachnamen? Na, jetzt hast du die Chance. Nein, die heißt nicht Kennedy, das wissen wir. Und sie weiß es auch, dass sie nicht Kennedy heißt. Ich, für mich ist sie die Dani Ried. Du dein Zimmer, hol deinen Pass und legen auf den Tisch hin, was drinsteht. Na, hör dir Satz, das nein, ist Wahnsinn. So. Sag mal friedlich. Ja, sie heißt auf jeden Fall nicht Kennedy, das wissen wir. Und in ihrem Pass steht auch nicht Kennedy. Aber ich heiße Lugner, das weiß ich. Das weiß ich. Und sie ist übrigens auch nicht als Kennedy geflogen. Und schaut euch sie einfach mal an, ihr Auftritt und alles. Die hat keinen Milliardär. Du, ich werde ihm den Reisepass zeigen. Ich werde ihm den Reisepass im 14. Wenn ich heimkomme, werde ich sofort zum, wie sagt man, zu der BH gehen, in Bruck an der Mur und werde meinen Reisepass umschreiben lassen. Und dann hat er den Beweis. Bockt's ordentlich. Baba. Tschüss. Bye, bye. Baba. Kaum hat der eine Störefried das Feld geräumt, braust der andere erst so richtig auf. Eine Nina Bruckner ist ein Niemand. Aha. Und ein Helmut Werner ist für mich auch ein Niemand. Ja, weil du keine Ahnung hast. Ja. Du Helmut, jetzt kannst du gar nicht mehr lang ganze Hinterseher dubeln. Das stimmt. Ja, blöd, aber irgendwie. Hab ich nie geplant gehabt. Wir sind gestern bis um 1:30 draußen gesessen und sie hat mir das alles erzählt. Aber du, Richard, ein Arschloch gewesen. Ein Arschloch und bis es heute noch. Boah. Geh nicht ins Fernsehen, die braucht kein Mensch. Ja, glaubst du, dich braucht wer? Nein, eh nicht. Mit deinem Aussehen? Ja. Ich weiß nicht, ich komme mit dem überhaupt nicht klar. Ich mag den Typen nicht. Aber wie gesagt, vielleicht kann er mir heute sagen, was sein Problem ist. Aber ich habe schon so viel erlebt, so Negatives mit ihm. Und ich glaube, er weiß es selber nicht, was er gegen mich hat. Herr, wollt ihr jetzt nur streiten oder was? Ich kann nichts sagen, weil sonst hat sie ein richtiges Problem. Ich habe gar niemand ein Problem. Warum soll ich jetzt Angst haben vor dir oder was? Du musst richtig Angst haben, du kannst ein Problem nicht leisten. Ich habe vor dir sicher keine Angst. Sicher nicht, aber hundertprozentig nicht. Musst auch ja, dann kannst du mich schon so anschauen. Ich habe sehr viel Geld gewonnen dadurch. Ich hoch meinen eigenen Scheiß nicht mehr länger an. Sehr viel geschlafen. Ja, bin ich auch. Aber es geht ja nur um so viele. Richard sieht seine Party damit wohl als beendet an und geht ins Bett. Der Richard nimmt seinen Blumenstrauß und haut aber ab. Der Schlaf war kurz und die Laune am nächsten Morgen mit einem bitteren Nachgeschmack. Dass die Party mit dem Auftritt von Herrn Werner so entgleisen konnte, gibt allen noch heute zu denken. Ja, also ich finde, es war wirklich, der Abend hat so toll begonnen, wie wir da eingezogen sind, wie die Gladiatoren und Sektempfang. Und so super schön geschmückt haben wir es. Und dann war eigentlich die gute Stimmung ein bisschen ein Cut mit der Erscheinung von Werner, aber Helmut Werner, aber das haben wir auch nicht wissen können, dass das dann so kippt und in eine heftige Attacke gegen die arme Bambi.
Mit einer unglaublichen Gabe, sich nur an die schönen Dinge zu erinnern, resümiert Richard den gestrigen Feierabend. Ich würde sagen, es war ein toller, stimmungsvoller Abend. Wir haben ja schon begonnen, wie es noch hell war. Und dann, wie es finster geworden ist, hat man erst gesehen, was da alles hergerichtet wurde von den Damen. So viele Kerzen habe ich überhaupt noch nie gesehen. Ich meine, und es gab halt das nackte Schweinchen, na ja, ist nicht mein Fall, nackte Schweinchen, aber es war lustig halt. Den Schrecken von gestern in den Knochen freuen sich die vier restlichen Malle-Urlauber umso mehr auf einen letzten Tag auf der Insel. Und zum Erstaunen aller ist noch etwas Geld in der Haushaltskasse übrig. Zeige mal alles her, zeige mal. Ja, schön. Und zähle mal durch, zähle mal. 88,30 haben wir. Super. Weißt du was? Reden wir nicht lang um dumm. Wir nehmen das Geld und gehen am Strand und hauen das auf den Putz. Und kaufen uns, was wir uns gerade denken, kaufen wir uns dort. Genau. Und genießen wir die Zeit. Doch bevor die Gruppe aufbricht, noch die Geschenke. Dazu war ja gestern keine Gelegenheit. Eine hübsche, selbstgebastelte Halskette von Bambi. Einen relativ schierchen, dafür günstigen Bilderrahmen, aber von Herzen von Sonja. Dazu eine flotte Freizeitadjustierung in den niederösterreichischen Landesfarben. Und was zum Kuscheln aus Terrakotta von Dani. Du bist ja Brüste. Der Brustwarzen hat es keine. Ja, hat sie, schau, habe ich auch gemacht. Ah, schau ja, mal genau. Zwei auf einer Brust, ja. Und auf der anderen gar keine. Nein, wo ist sie um? Ist leider eine sehr invalide Dame. Ein Brustwarzen. Ein Katzenier. Da ist zweispaltig, ist sie. Und damit zum heutigen Ausflug. Der führt die Gruppe an den Strand von El Arenal. Die Mädels zupfen sich zurecht und springen ein letztes Mal ins Meer, genießen das herrliche Klima, während Lugner wieder die eine oder andere Bekanntschaft macht. Abrüsten! Massiv abrüsten! Die Abendstimmung am Ballermann könnte besser nicht sein und regt den Appetit an. Deshalb gehen die vier in ein nahegelegenes Restaurant und geben ihr restliches Haushaltsgeld aus. Wir haben noch 88 Euro. Zuerst gibt es schmackhaftes Seafood und danach noch ein hübsches Eis. Herrlich, so muss einem das Leben einfach schmecken. Die Rechnung bitte. Sie, Finanzminister. Okay. Alle meine Kinder. 99,70. Ich zahle schon. Aber dann ist was drüber. Ja, denn 88 sind nicht 99 plus Trinkgeld. Aber somit ist das gesamte Haushaltsgeld aufgebraucht. Diese 17 Euro, was wir drüber sind, legt er drauf. Und es wird sich schon eine Regelung finden. Also Sonja, du hast es super gemacht. Du hast den letzten Euro ausgegeben. Auf heller und pfennig ist sich das ausgegangen. Du bist eine tolle Geschäftsfrau. Am Abend desselben Tages wartet noch eine Geburtstagsüberraschung. Denn Lugner soll seine Bekannte, die DJ Michaela Schäfer, treffen. Kaum im Club angekommen, wird die Patchwork-Familie Lugner in den VIP-Bereich geleitet. Hallo, Hallo. Na, Ja, na ja, wir haben Menge. Hallo. Wow. Hey. Ja, Anna. Oh mein Gott! Und ich, ja? Wer hat? Herr Lugner! Michaela Schäfer legt für gewöhnlich in diesem Laden auf. Heute kündigt sie aber ihren Freund Richard und seinen Song an. Auch für sie zu Hause ein letztes Mal zu mitsingen. Versprochen. Katze, Mausi, ich hab alle gern. Ich muss ja, wenn sie sempern, immer alles hören. Doch es scheint technische Probleme zu geben und Mörtel ist sich nicht so sicher wie sonst. Ein bisschen mehr Ton, mehr auf mit dir. Ich bin der Lugner. Ole, ole. Ich hab einen guten Schmäh. Hier wird Mann und Kopf. Und Ramba, Samba, Bock.
Lauter, bitte. Ja, nach Wien. Flug nach Leolé. Ja. Es hat mein Ton überhaupt nicht hingehört. Nach seinem Auftritt gibt sich der Baumeister bei einer Currywurst selbstkritisch. Aber heute hat es nicht funktioniert. Wen kümmert's? Richard, das war ein cooler Auftritt. Willst du ein scharfes? Wie scharf ist denn das? 10. Das ist dein Ernst? Das ist 10? Nee. Du verarschst mich doch. Wie scharf 10 ist, wird Mörtel eigentlich erst jetzt bewusst und schnell wird irgendein Glas erhoben. Also, na, das ist mein. Das ist mein. Ja, Michaela Schäfers Erbe steht da. Unsere Nancy Franka. Wir werden mit Sicherheit noch viel von ihr lernen. Und zisch. Ja, und Roman ist auch da. Lecker. Ich finde, der Lugner ist ja super hier angekommen. Die Leute lieben ihn, weil er halt einfach so ist, wie er ist, ja. Und ich meine, mit 85 noch so fit zu sein, körperlich, ja, und geistig, also wirklich Hut ab. Nicht zuletzt wegen der Schärfe der Wurst muss Lugner plus Anhang den Club verlassen. Der Urlaub ist vorbei, der Abreisetag ist da und es wären nicht die Lugners, wenn nicht alles, was noch verwertbar ist, mit nach Hause genommen oder zumindest aufgebraucht würde. Aus diesem Grund gibt es eben eine Eierspeise für 4 Personen aus 30 Eiern. Ich will nur aber essen. Bevor wir 30 Eier herschenken, ich mach mal lieber Eierspeise und nehme es mit. Ins Gepäck werden alle Lebensmittel eingepackt, die man keinesfalls hinterlassen will und die man in der Eile auch nicht mehr runtergebracht hat. Auch der Billig-Sangria um 90 Cent muss mit in die Heimat. Doch die Gier soll sich rächen, denn kaum am Flughafen angekommen, spricht die Kofferwaage ein unmissverständliches Machtwort. Da sind die Flüssigkeiten drin. Gib mir noch was. Das kannst du mir geben, ja. Das ist ja gerade nicht. Gib mir das Toilettaschel. Ja, das Toilettaschel. Das ist schwer. Ja. Alles umpacken ist sinnlos. Die spanischen Delikatessen sind einfach zu schwer. Also entweder dalassen oder? Der Heimflug ist entspannt. Doch die ganze Reise bringt noch eine Überraschung. Diesmal aber für Bambi. Alter, das bist du, ne? Hallo. Hi. Sicher, aber mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Überraschungseffekt, bravo! Ja. Ja, sie hat einen Heiratsantrag gemacht. Ja, grüß dich. Ich habe einen Heiratsantrag. Hi, servus. Das ist eine tolle Begrüßung. Das ist ja, mit dem hat ja keiner gerechnet, oder? Ich vermisst. Ja. Gratuliere dir. Ich habe das, ja, also mit dem habe ich absolut nicht gerechnet. Also ich dachte, hoffentlich haben sie nicht auf mich vergessen. Und dann so ein Empfang und dann noch dazu, ja, ein Heiratsantrag. Also das, ja, ich bin sprachlos, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Aber ich freue mich riesig. Und ich glaube, das war auch noch die Krönung von der Reise oder ein wichtiges Ereignis. Oh, yeah, yeah, you smile, you
Na warte, machen wir das so. Da, auch mit dem Blumenstrauß. Mit dem Blumenstrauß? So, so drehe ich möchte den Ring, den Blumenstrauß um die. So, dass ich den Ring sehe. Okay, und den Blumenstrauß, das schaut schön aus. Ja.